Ich muss sagen, ich bin stolz auf dich. Es ist das erste Interview, das du gemacht hast, ohne dass du Fragen vergessen Deswegen hast. Deswegen wolltest du gerade anfangen mit dem Video. Also ihr werdet sehen, warum ich auch die Fragen nicht vergessen habe. Aber wir waren gerade bei der ganz großen Sabrina Weckerlin, die schon elf war, die hat Päpstin, die hat Carla, die hat alles gespielt mittlerweile. Hm. Und wir waren gerade bei ihr und schau das Interview an. Hey, da sind wir wieder und wie ihr seht, nicht alleine. Das ist nochmal eine Anmoderation. Ja, wir sind zu dritt immer. Wir machen immer weiter, wir machen immer live on tape, ja? Einfach ohne irgendwelche Unterbrechung. Nämlich, wie live on stage. Ja, nämlich bei uns ist die amtierende Päpstin, Affenmutter teilweise und jetzt noch Teilzeit-Tochter bei Next to Normal. Du steckst mitten in den Proben gerade. Genau. Und danke, dass du auch Zeit hattest, jetzt so mitten in den Probenstress für uns, für das Interview hier zu sein. Das ist auch hier spannend. Ich habe auch noch nicht zwei Interviewer. Wir machen die Fragen, ich bin nur für den Quatsch da. Du kommentierst es dann irgendwie so. Genau. Eigentlich wollte ich dich nur anmoderieren mit so die große Sängerin, die große Musical-Darstellerin, aber auf deiner Webseite, da steht ja nur, du bist Sängerin. Als was siehst du dich denn eigentlich? Auf meiner Webseite steht nur Sängerin. Aber du bist Sängerin hauptsächlich, steht da drauf. Ja, auch. Unter anderem, ich glaube, wir sind alle ganz viel. Ne? Also ich bin auch Esser und Schwimmer und ich mache eigentlich ganz viel. Aber ja, ich bin, ich sehe mich, glaube ich, primär als Sängerin. Aber auch Schauspieler. Du hast eine Musical-Ausbildung, also die klassische Schule quasi. Ja, da haben wir alles gemacht, vom Ballett bis Jazz, Dance, Steppen. Fechten. Ja, hatten wir auch mal. Also da macht man so alles mit. Was bedeutet für dich dann Erfolg? Bedeutet das, immer ein Engagement zu haben oder einen Long Run immer zu haben? Was ist denn für dich Erfolg dabei? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube natürlich, auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, dass man irgendwie einen Job hat und Geld verdient. Das ist, glaube ich, schon eine Art von Erfolg. Aber ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass man selber zufrieden ist mit dem, was man hat und was man macht. Und das macht, glaube ich, auch Erfolg aus. Ne? Dass man so zurückblickt und sagt, habe ich bis dahin irgendwie ein Leben, was mich erfüllt und habe ich einen Job, der mir Spaß macht und das ist auch, glaube ich, Erfolg. Du hast auch mal gesagt, du bist so eine Hüpferin, also du hüpfst auch gerne mit verschiedenen Produktionen rum. Du bist jetzt gerade bei Tarzan, dann hast du Goethe gemacht, jetzt bist du bei Next to Normal in Fürth. Ganz viele Texte mal bekommen. Du musst dir gerade drei Rollen gleichzeitig quasi merken. Ja. Will man das? Also ist es beziehungsweise... Also, will man das? Ist es schön, wenn man seine Vielfalt zeigen kann? Oder ist es dann auch so eine Art Ruhe, wenn man sagt, okay, ich spiele jetzt nur sechsmal die Woche die Carla und mache das für ein halbes Jahr? Im besten Fall spiele ich achtmal. Immer. Ja, also ich versuche immer meine Termine irgendwie immer online zu haben, aber es ist ein bisschen schwierig, weil, ja, ich meine, um die Frage zu beantworten, man kann das ja nicht immer ausschließen, man kann sich das ja auch nicht aussuchen. Ne? Ja. Also Next to Normal ist so ein Herzensprojekt von mir, also das ist, glaube ich, mit das schönste Stück, was ich hier spielen durfte. Und ich versuche immer, dass ich das möglich machen kann und deshalb war das für mich schon, als das Angebot von Tarzan kam, ein wichtiger Punkt, dass ich das auch machen kann. Jetzt geht halt mein ganzer Urlaub dafür drauf, also ich habe eigentlich quasi im Moment Urlaub und so ist das eigentlich immer bei mir. Also mein Urlaub geht eigentlich in eine andere Arbeit drauf, da halten mich schon alle für bekloppt. Ich versuche auch immer irgendwie Auszeiten für mich zu finden, aber wie gesagt, man kann sich das nicht immer aussuchen, man muss immer schauen, was macht mich glücklich und als ich das so geplant habe, hat mich Tarzan und Extremal sehr glücklich gemacht. Dann habe ich ein Reading gemacht für ein neues Musical namens Goethe vor anderthalb Jahren. Und das hat mich so begeistert, dass ich auch gesagt habe, also wenn das irgendwie mal weitergeht, bitte denkt an mich. Und das war jetzt leider auch zu diesem Zeitpunkt alles im April der Fall. Also ab Mai und Juni und Juli und August kann man mich immer im Dschungel meistens sehen, aus ein paar Ausnahmen. Da muss man sich auch nicht auf Facebook beschweren. Nein, da muss man sich nicht bei mir beschweren. Da wird man mich auch da wieder oft finden. Also mich bereichert es eher. Ich versuche natürlich einfach gesund zu bleiben und auf mich acht zu geben. Natürlich ist das jetzt ein Monat, der mir echt manchmal so ein bisschen Schweiß ins Gesicht bringt, aber
ich versuche das Beste daraus zu machen und da wo ich bin, mich gerade auf das zu konzentrieren und da irgendwie alle meine Energie. Hilft es dann auch, dass bei Next to Normal, das ist quasi, also klar, ihr spielt eine Familie auf der Bühne, aber ihr seid ja, glaube ich, auch als Familie schon sehr zusammengewachsen, weil die Darsteller haben sich ja bis jetzt auf den Vater und ich glaube, ich weiß nicht, ob anders noch was war, aber die sind ja schon seit 4 Jahren immer dieselben, größtenteils. Ist es dann praktisch, wenn man weiß, ich spiele jetzt Next to Normal, das sind ja die Kollegen, mit denen ich schon immer dieses Stück gespielt habe. Ist es dann ein Vorteil? Ja, also das heißt Vorteil, aber natürlich, also wir haben eine ganz kurze Probenzeit und dieses Stück ist sehr komplex. Also das erfordert von allem höchste Konzentration, weil es einfach nicht so ist, dass man einen Solo-Song hat oder ein Duett, man kommt so auf die Bühne und macht das dann, sondern wir sind ja sehr voneinander abhängig. Also ihr habt das praktisch schon mal gesehen wahrscheinlich. Ja, ja. Nicht diese, aber okay. Wir freuen uns sehr, dass wir die sehen. Wir spoilern auch nichts. Wir haben eine andere gesehen und wir sind sehr Vorfreude. Cool. Ja, es passiert ja sehr viel gleichzeitig und man ist sehr von dem anderen abhängig, sagt jetzt auch den Text und die Musik läuft und also das ist ein sehr hoher Konzentrationsfaktor, glaube ich, für alle Beteiligten. Und natürlich macht es da die Sache jetzt einfacher, wenn wir so wenig Proben haben und nur 2 Tage treffen und das Stück seit einem Jahr nicht gemacht haben, dass man die Kollegen kennt und dass man weiß, was der andere so ein bisschen macht. Natürlich verändert sich das auch immer. Wir sind ja alle keine Maschinen, wo man irgendwie die CD reinschmeißt und natürlich die Nette legt. Also das ist ja immer so ein bisschen anders. Man bringt immer wieder was Neues mit rein, probiert Sachen aus. Aber klar, es ist schon ein Vorteil jetzt in dieser kurzen Zeit, dass wir uns anschauen. Du hast mal auf Facebook geschrieben, Next to Normal sei ein Geschenk. Ja. Wann ist ein Stück ein Geschenk für dich? Ein Geschenk? Oh. Gibt es da mehrere Geschenke noch an Stücken oder ist das? Also ich glaube, es gibt ganz viel. Also ich sehe mich ja nicht als irgendwie so eine Musical-Marionette oder Puppe, wo jemand kommt, ein Regisseur sagt, jetzt gehst du von 2 auf 4, sondern ich sehe mich auch als Künstlerin und ich finde es natürlich toll, wenn ich bei Uraufführungen oder bei deutschsprachigen Erstaufführungen klar ein bisschen was von mir mit reinbringen kann und auch mit an der Gestaltung beteiligt bin, dass man auch mal in eine Diskussion geht und sagt, vielleicht können wir da den Text nochmal verändern von der Szene. Ich fühle es mehr so, was hältst du denn davon? Also wenn man wirklich einen Dialog hat, wenn man aktiv an so einem Buch, an einem Song mitgestalten kann. Und da hatte ich das Glück, dass ich das schon ganz oft machen durfte und bin da auch sehr, sehr dankbar und Next to Normal ist dahingehend ein Geschenk, weil es auf so vielen Ebenen ein unfassbar fantastisches Stück ist. Also es ist ein Geschenk mit so einer mega tollen Band erstmal, das machen zu können, weil es mega tolle Musiker sind. Es ist ein Geschenk mit so großartigen, talentierten Kollegen, das machen zu können. Und dann eben noch, ich finde das ganze Stück einfach spannend und ich mag auch, was es mit dem Publikum macht. Also ich mag die ganze Reaktion und in den letzten 4 Jahren, egal wo wir das gespielt haben, war das am Ende immer dieselbe Reaktion und das ist wirklich ein Geschenk. Ne? Also das wenn wir sobald wir den letzten Ton singen, merkt man so, wie der ganze Saal eigentlich bebt und wie alle aufspringen und verweinte Augen haben und aber das die wissen gar nicht, wo sie hin sollen mit ihrer Emotion, weil man sie eben auf so eine Reise mitgenommen hat. Ich glaube, spannend ist auch diese Sekunde, Stück ist aus, 2 Sekunden Stille und dann fangen sie alle an zu jubeln, wo das man merkt, so, die müssen es so. Erstmal sacken. Nein, es nicht? Ist okay. So. Das ist wirklich, weil es schon der letzte Ton, also es war uns schon so aufgebaut, dass man jetzt weiß, oh, es ist weg. Dann ist eigentlich diese 2 Sekunden Pause gibt es bei uns nicht. Das ist eben das Spannende. Und da sind wir, als wir das zum ersten Mal gespielt haben, ne, waren wir natürlich, oh, das ist ja krass. Die Reaktion. Und dann war das aber jeden Tag so und man denkt so, oh, wow. Also das ist, also dahingehend ist das Stück ein Geschenk. Wir haben auch noch ein kleines Geschenk für dich. Ich kriege mal dazwischen. Pass auf, wir haben ein kleines Spiel mit dir vorbereitet. Er hat es vorbereitet. Das ist ein Fluss und du wirst es gewinnen, das weiß ich jetzt schon. Wir haben folgende Kategorien. Bei Next to Normal im Schwarzwald, wo du ja herkommst, Broadway Musical und schwäbisches Schimpfwort. Jetzt weiß ich aber nicht, ob du schwäbisch oder alemannisch bist. Ich bin alemannisch. Also dann darfst du ein alemannisches Schimpfwort nehmen und ich darf schwäbisch, weil ich komme aus Sindelfing bei Stuttgart. Okay. Ich komme weder von einem noch vom anderen, aber ich... Du kriegst auch hochdeutsche Schimpfwörter. Du kriegst auch den Stift, nimm den Stift, weil der schreibt zuverlässig. Da wollen wir doch schon So. Bei mir ist es eh Wir spielen egal. 3 Runden. Ich sag A, du sagst Stopp. Also hier bei Next to Normal, was dann mit diesem Anfang? Du musst D ist, kannst du Diana nehmen, wenn es N ist, kannst du Natalie nehmen oder irgendwas aus dir dazu einfallen. Und im Schwarzwald? Gibt alles Mögliche. Vom Schwarzwald, Mädel bis zum Bollogut. A. Okay. Bitte? Ich sag A, du sagst Stopp. Ja. Ich hab dir schon ewig lange nicht gefangen. A. Stopp. O. 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 Oh Gott. Das ist voll schwierig.
Ich habe Next to Normal nur einmal gesehen. Das ist aber schwierig. Also, jetzt schon? Ja. Also O bin ich raus, O ist auch schon. Bei Next, ja, O ist aber richtig viel. Also, O ist einfach O, scheiße. Also jeder andere Buchstabe. Ja, der ist super durchgegangen. Also bei Next to Normal, was hast du? Ich habe Oldschool und Ohrringe, weil ich immer meine Ohrringe suche. Und gestern habe ich einen vermisst und als ich ein Kostüm angezogen habe auf der Bühne, habe ich klack, klack, klack gehört und dann ein Ohrring. Also ich verbinde im Moment Next to Normal mit Ohrringe. Ich habe ein langes O, weil ihr singt bestimmt, es gibt bestimmt... Ach komm, das ist aber das also, das kannst du ja bei jedem Musical. Okay, das ist ja wirklich... Also dann kriegst du auch zwei. Ich habe gar nichts. Okay. Okay. Im Schwarzwald? Ich wollte erst Orgelpfeifen schreiben, dann habe ich mir gedacht, wie finde ich das in Verbindung? Dann wollte ich weiterdenken, hast du Stopp gesagt. Ich habe O-Tannenbaum geschrieben. Ich habe Ostschwarzwald, gibt's das? Ostschwarzwald? Also, es gibt nur den Nord- und den Südschwarzwald. O ist echt ein voll doofes Wort jetzt. Oder Buchstabe. O ist echt ein doofes Wort. Doofes Wort, echt. Broadway Musical? Ich meine, hatte jemand was? Ich kenne mich ja da nicht so aus, ja. Ich glaube, es gab mal eins, das hieß Oklahoma. Ja, das gibt's. Ja, das ja Mist. Schimpfwort. Ja, oh Scheiße, habe ich gesagt. Oh, leck mich. Also, ich habe oh je, aber das ist Schwaben können, glaube ich, nicht so gut. Also, O ist qualitativ wert. Oh. Der hätte ich gerne Stopp sagen. Wollen wir zum nächsten Buchstaben? Sagen? Sollen wir nochmal ein? Ja, ja, klar. Also, soll ich A? Du sagst A, ich sag Stopp. A. Stopp. E. Oh. Okay. Gott, ist das schwierig. Das ist ja noch schwieriger als O. Broadway-Musical habe ich nur eins, wenn ich die Nachnamen nehme. Ich habe gespickt Elf, aber zählt nicht. Sag mal, du sollst nicht schenken. Elf, aber zählt. Das wäre auch reingefallen. Sag mal, ich kann mich heute Morgen gar nicht konzentrieren. Wollen wir nochmal einen neuen Buchstaben nehmen? Okay. Wir machen nochmal einen neuen. Jetzt darf ich mal A sagen. Okay, ist du suchst den Titel. Ich dachte, das ist Broadway-Musical. Ich kenne nur ein. Broadway-Musical mit H. Hm, ganz schön. Oder N. Also war auch gleich dabei. Oh okay, sag du A. Okay. Du bist A jetzt, oder? Ja. A. Stopp. Was? F oder V? Achso, okay. Also ich weiß nicht, ob ich so schnell bis V komme, aber... Bei Schimpfwort ist es natürlich schwierig. Es ist echt schwierig. Jetzt haben wir schon einen. Nee, nee, nee. Ihr dürft gerne mitraten, ne? Hier bei YouTube. Dann schreibt es in die Kommentare, wenn ihr was Besseres gefunden habt, am besten. Es ist echt. Es ist beschämend. Es gibt es doch einfach nicht. Ich bin wieder raus. Also. Es gibt so viele Broadway-Musicals wahrscheinlich. Ja. Oh, ich kenne Schimpfwort, aber das ist schon ganz schön. Das ja, das habe ich auch, aber das ist nicht ganz nichts. YouTube ist alles offen, wir müssen nicht. Ich versuche gerade, wie man das in Schwäbisch kriegt, aber. Okay. Ja. So. Stop. So. Bei Next to Normal? Fluchen. Weil ich finde das cool. Ich darf ja sagen, scheiße, scheiß drauf, scheiße. Also, dass man mal in einem Musical, dass ich sowas mal sagen darf. Bei der Päpstin wäre das nicht so doll. Das stimmt. Aber das fand ich wirklich gut. Am Anfang, oh, ich darf das scheiße sagen. Meine Mutter ist begeistert. Hallo. ja. Ich habe Fiss, weil es, ihr singt bestimmt mal. Och, also, du bist wirklich. Das kannst du aber auch bei echt jedem also, sagen. Das ist wirklich. Du hast und gestrichenes Fiss hast du. Nein, also, habe ich nicht wirklich. Ja, also. Okay, dann du hast den Punkt. Da kannst du ja, also, Punkt kann man auch eh. Schwarz. Gehen, ne? Also kommt bestimmt in jeder Show vor. Hättest du V genommen? Schwarzwald? Furtwangen, da komme ich her. Habe ich auch halbe Punktzahl, sorry, muss ich. Ich habe Federn, da gibt es bestimmt viele Vögel mit Federn. Natürlich. Also eure Spielregeln sind schon sehr tolerant. Ja, ja. Broadway Musical? Footloose. Fiddler on the Roof. Fun Home. Wow, hier hast du es gesehen? Ja. Verdammt, sie haben es wieder das abgesetzt. Das ist toll. Ja. Ist es da, wo die jetzt dieses Ding spielen, in Transit? In Transit, ja. Mit diesem Ist es da, wo es aus dem Boden rauskommt?
Ach, egal. Man sitzt drumrum. Man sitzt drumrum. Man sitzt drumrum. Daran kann ich nicht. Man sitzt drumrum. Und dann ist Schimpfwort. Da hat jeder Fakt oder nicht? Ich hab keins. Ich bin nur aus. Fiddle. Soll ich das erklären? Ja, gern. Oh, oder sollen wir es googeln? Ja, googelt doch mal Fiddle. Spannend. Gut. Es war was sehr Schlimmes. Wir schenken dir diesen Bogen, den darfst du behalten. Dann kannst du noch mit den Kollegen hinter der Bogen. Und natürlich hat Sabrina Weckerlin auch bei diesem Sabrina Weckerlin Spezialstadtlandfluss gewonnen. Ja, also rein aufs Prinzip. Das gar nicht, aber ja, doch, du hast unseren Hasen gewonnen. Wir schenken dir den Hasen. Es ist ja jetzt Ostern. Man muss so weit bescheißen, dass man ihn gewinnt. Also das ist immer ganz wichtig. Großartig. Ja. Aber wieder zu meinen tollen Fragen, wenn du. Die Janina, jetzt sag das nicht. Am Anfang hätte ich aufgeschrieben. Der hatte mal ein Interview vergeigt, das wird gerade nicht alles aus. Kennst du die? Das war ganz schlimm. Das sind so Magier. Die Ehrlich Brothers, die kenne ich, ja. Klar, wir alles vergessen. Ja? Ja, ganz grausam. Ich habe mich die ganze Show danach geschämt, aber deswegen hast du auf der Bühne schon mal was vergessen? Also. Nicht, was ich nicht hätte irgendwie vertanzen können. Aber du bist ja auch so wirklich ganz spontan und ganz unvorbereitet zum Musical gekommen eigentlich, ja, oder? Stimmt. Was wäre denn mit dir passiert, wenn du jetzt nicht ins Musical gegangen wärst? Gibt es so einen Plan B als Tierärztin oder irgendetwas? Oder? Im Schwarzwald, das ist alles nicht mehr so ein Tierarzt ist so ein Furtwagen zu Hause. Ach, das kann ich gar nicht sagen. Also ich hätte auf jeden Fall was mit Musik gemacht und singen. Das war schon für mich eigentlich klar. Ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium, wollte eigentlich dann ein Wirtschaftsabi machen. Und von da dann eigentlich klassischen Gesang studieren. Das war eigentlich so mein Plan. Ja. Ist anders gekommen. Und dann hatte ich die Bravo unterstützt. War der Deal Foto Love Story? Und dann, also. Ja. Genau, Schwarzwald-Mädel. Nee, also das war so. Dass ich halt zu Hause bei mir im Schwarzwald hatte ich ganz lange Gesangunterricht. Man, also da ist ja so ein kleines Dorf. Und da wusste man auch, die Sabrina singt immer und tanzt. Ach, das ist die Sabrina. Ich habe auch Tanz unterrichtet, Jazzdance und so. Und dann bei unserem Turnverein, den ich grüßen möchte, hallo. Wie heißt der? Dass ich dich auch angesprochen fühle. Turnverein Furtwanger, ja, genau. Der Otto Weiser, hallo Otto. Ist der Vorsitzende. Und der hat mir schon in jungen Jahren die Chance gegeben, da irgendwie mich zu verwirklichen. Und ja, also in meinem kleinen Schwarzwaldort war ich gut in dem, was ich gemacht habe, aber ich wusste auch nicht, ob das irgendwie in der großen Welt irgendwie bestehen kann. Und meine Freundin hat dann einen Auftritt gesehen bei Bravo TV. Da kann man sich irgendwie bewerben, wenn man da so singt und so tanzt und sagt sie, das machst du doch, mach das mal. ich wusste auch gar nicht wirklich, worum es da geht. Also es hieß dann, wir müssen alle, also man konnte in Stuttgart so ein Casting machen. Für irgendeine Schule, aber ich wusste jetzt auch nicht, was das genau ist. Weil Musical-Darsteller war mir zu diesem Zeitpunkt keine anerkannte Berufsbezeichnung irgendwie. Du, ich bin Radiomoderator. und ja, dann habe ich mich da beworben irgendwie, habe ich auch im Nachbarort gefahren mit meinem Papa und haben so Bewerbungsfotos gemacht. Das war sehr lustig. Kind? Ja, also ja, es war wirklich High Class. Und ja, dann musste man da Sachen vorbereiten, irgendwie einen Musical-Song. Ich kannte nicht so viele Musicals. Ich habe also I Will Always Love You vorgesagt. Jetzt ist es ja ein Musical. Ja, jetzt. Und meine klassische Gesangslehrerin meinte auch, ich kenne hier so My Fair Lady, I Could Have Danced All Night. Das kannst du singen. Und ja, das habe ich vorbereitet. Ein Monolog kannte ich auch nicht. Habe ich meine Deutschlehrerin gefragt, dass man das machen kann. Jetzt der Aufsatz. Sie sagte dann irgendwie, ja, da gibt es so ein Buch mit so Monologen, das bestell ja mal. Habe ich mir bestellt. Dann musste man für den Monolog, brauchte man ganz viele Requisiten. Und ein Monolog war mit Murmeln. Habe ich gesagt, super, die gibt es bei uns beim 1-Euro-Shop. Ich mache den mit dem Murmeln. Habe ich auswendig gelernt. Und ja, eine Woche bevor das hätte stattfinden sollen, rief die Schulleiterin an und sagte, dass alle nach Hamburg kommen müssen, dass es nicht in Stuttgart stattfinden wird. Und dann ja, habe ich eigentlich gesagt, dann kann ich nicht kommen, weil das können wir uns nicht leisten. Stuttgart ist sponsor mehr, aber ich kann jetzt nicht nach Hamburg. Und dann hat sie gesagt, also irgendwie deine Bewerbung, ich weiß nicht warum, ich habe das Gefühl, du kannst was und wir müssen dich sehen. Ich probiere nochmal was. Und 5 Minuten später rief sie an und sagte, wenn ich mich bereit erklären lasse, bei dem Casting mich begleiten zu lassen von Bravo TV, dann zahlen die mir die Zugfahrt. Okay. Ja, das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich da vorgesungen, vorgetanzt und ich kannte auch niemanden, der da in der Jury sitzt. Der Uwe Kröger war ja in der Jury und ganz viel, aber ich kannte ja niemanden. Also draußen war immer so, da sitzt der und der und ich so immer, okay. Wer auch immer das ist. Ja, also ich bin da ganz, ganz unbedarft und habe dann da meine Murmeln ausgelernt.
ganz grau. Und ich heute noch welche. Also bei der Schulleiterin, glaube ich, neben dem Bett hat sie mir mal gesagt, neben dem Kopfkissen liegt noch so eine Schale mit diesem Moment. Oh, süß. Und ja, dann habe ich die erste Runde geschafft, dann bin ich zur zweiten eingeladen worden. Auf einmal hieß es, ich habe ein Stipendium. Und dann habe ich meine Mama angerufen und habe gesagt, du Mama, ich glaube, ich ziehe nach Hamburg. Und dann war das so. Also, und auf einmal ist mein Tarzan. Ja, Tarzan wäre ich gerne. Sie kommt ja aus dem Wald. Tarzan, nicht Tarzan. Und auf einmal war man den Tarzan. Ja. Ihr macht mich alle nur fertig. Und ich habe ganz viel Interesse von dir gelesen. Und es ist ja immer so die Standardfrage, welches Musical willst du denn unbedingt nochmal spielen? Und du hast immer so gesagt, du lässt dich einfach treiben. Aber gibt es ein Stück, was du auf gar keinen Fall spielen möchtest? Und du jetzt sagst, boah, alles, aber das nicht mal, wenn ich Arbeitslosengeld bekommen müsste. Gibt's das? Ich weiß nicht, ob das gut ist hier. Ich kann nichts mehr sagen. Aber du hast eins, oder? Ach du, also wer mich kennt, weiß ja, dass ich sehr... Oh, wie komme ich hier raus? Du musst auch nicht mehr. Manchmal muss man einfach schweigen. Andeutung. Nee, ich kann gar nicht. Aber es gibt eins. Es gibt eins zumindest. Oh, es gibt ganz viele, die ich nicht so doll finde. Aber ich glaube, das ist ja alles Geschmackssache. Das ist wie wenn, ne, heute wird uns irgendein Essen aufgetischt und dann sagt man, das mag ich und das mag ich nicht. Also, dann sieht man es irgendwo anders in einer anderen Inszenierung. Und wenn man denkt, oh, das ist ganz cool. Also, ich bin da nicht festgelegt und traue mich jetzt auch nicht öffentlich über irgendwas zu lästern. Aber ja, es gibt es. Dann wünschen wir dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei Next to Normal. Nämlich, du musst ja jetzt direkt wieder zu den Proben wahrscheinlich. Niemand nicht. Heute ist nur die Mutter dran. Das hätten wir so gut in Schluss gestalten können. Ja, aber sollen wir es nochmal machen? Ja. Sag, ja. Also wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß bei Next to Normal. Du musst jetzt auch nochmal auf die Bühne. Ja, gleich sofort. Ja, dann wünschen wir dir viel Glück, nämlich morgen schauen wir dich an. Wir sind im Publikum. Ja, wir sind im Publikum. Und meine Tante ist auch dabei, die hat gesagt, wenn wir hierher kommen, wir dürfen nicht ohne ein Autogramm mit persönlicher Widmung von Sabrina Beckerlin zurückkommen. Ich hoffe, das geht noch, sonst bringt sie mich um. Sie bringt mich um. Ich kann leider nichts tun. Siehst du? Tut mir leid, Bettina, dann eben nicht. Aber wenn wir die erste Variante genommen hätten, wo ich frei habe. Aber danke dir, Lisa. Ich danke euch. Danke. Tschüss.